Nach dem ersten World Title Match kommt jetzt ja das nächste. Joe gegen Rollins. In der klassischen Vierer-Konstellation wie die letzten Male auch. Hallo. Hallo zusammen. Ich will nicht mehr. Das SmackDown Main Event World Heavyweight Championship Match. Samoa Joe gegen Seth Rollins. Und wie ihr seht, haben der gute Bernie und ich noch festgelegt, nach dieser Intensität, die diese Fehde hatte, dass wir das Ganze No Holds Barred stattfinden lassen. Sick. Ja, Samoa Joe hat ja quasi diesen Monat schon alles getötet, was ihm in den Weg kam. Er hat bei SummerSlam angefangen, wo Seth Rollins seinen großen Moment hatte und World Heavyweight Champion geworden ist in diesem Triple Threat Ladder Match im SummerSlam Main Event, quasi den Feel Good Moment für ihn und die Fans. Und Samoa Joe kam und hat diesen Feel Good Moment schon nach wenigen Sekunden wieder zerstört, indem er Seth Rollins im Coquina Clutch ausgelockt hat, ausgelockt hat. Ausgelockt. Und User ja, left your und channel. diese Zerstörung von Samoa Joe ging weiter. In der ersten Woche hat er dann ja, Kevin Owens mit einem Muscle Buster von der Stage durch die unten aufgestellten Tische ins Krankenhaus geschickt. Wir haben seitdem nichts mehr von Kevin Owens gehört. Ja, und in der zweiten Woche hatte er sein Debütmatch gegen einen Billy Gunn, welchen er einfach mal mit dem Island Driver durchs Kommentatorenpult geschickt hat und dann nicht mal den Muscle Buster gebraucht hat, um ja, kurzen Prozess mit ihm zu machen. Ja. Kommentatorentisch wurde seitdem auch nicht mehr gesehen. Der ist auch nachdem Billy Gunn da durchgeschickt wurde. Business. Ja, aber in der dritten Woche hat dann Samoa Joe ja gesagt, er sieht diese Angst bei Seth Rollins. Seth Rollins weiß, was mit ihm geschehen ist beim SummerSlam. Seth Rollins weiß, was mit Kevin Owens, welcher auch bis dato unaufhaltsam war, geschehen ist. Er hat gesehen, was mit Billy Gunn geschehen ist. Er kann die Angst in Seth Rollins Augen sehen. Aber Seth Rollins hat dann klar gemacht, dass er diese Angst nicht hat und konnte er zum Gegenschlag ausholen, hat dann Samoa Joe nach dessen Match mit dem World Heavyweight Title niederstrecken können, was Samoa Joe aber im Endeffekt nicht wirklich gestört hat, denn ja, kaum war Seth Rollins verschwunden, hat sich ja wieder aus dem Ring begeben nach dem Schlag, hat sich Samoa Joe schon wieder aufgesetzt und Richtung Seth Rollins geblickt. Also dieser Kerl hier ist heiß, kaum da möchte er schon das große Gold gewinnen und hat bisher eindrucksvoll bewiesen, warum er das möchte und dass er es auch kann. Wir haben ja mal in den letzten Wochen in diesem Universe-Modus gesehen, dass besonders Neueinsteiger sehr erfolgreich sind, wenn es darum geht, etwas Bestimmtes zu gewinnen. Wir haben es gesehen bei Axel Dieter Junior, wir haben es gesehen bei Austin Aries. Vielleicht wird auch Samoa Joe quasi sich in diese Linie da quasi mit reinstellen. Weißt du, was der Unterschied ist da für Kuba? Nein. Das waren alles Raw Superstars. Ganz schön langweilig langsam. Gibt irgendwer nichts, was mich mehr langweilt. Ja. Seth Rollins jetzt hat ja monatelang in dieser weißen Attire gekämpft, dann hat sie ihm endlich einmal Glück gebracht und dann wechselt er sein Outfit hier. In grau-schwarz heute, zum ersten Mal das Debüt. Aber nur mit seiner blonden Strähne hier bei uns. Leider lässt sich das nämlich teilmäßig nicht ändern. Schade eigentlich. Die lässt er sich dann bei uns erst nächstes Jahr färben. Und mal schauen, ob sich nun diese Angst bei Samoa Joe, bei Seth Rollins breit macht oder ob er wirklich diese Angst überhaupt nicht besitzt, wie er es behauptet und wie er es seiner Meinung nach gezeigt hat in der letzten SmackDown-Show. Auf jeden Fall muss er jetzt zum ersten Mal sein Gold verteidigen und dann einen richtig harten Brocken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja, da sehen wir die Gravur Seth Rollins. Lange stand da Kevin Owens drauf. Und Samoa Joe ist heiß. Er möchte quasi schon auf Seth Rollins losstürmen. Von daher auf geht's in das SmackDown Main Event. Die Münze sagt Samoa Joe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch bei Joe, muss ich sagen. Ich bin bei einer Titelverteidigung, Seth Rollins. Seth Rollins, Okay. man. Ob das eine gute Entscheidung von Seth Rollins Ich war? ändere meinen Tipp auf Samoa. Ob das eine gute Entscheidung von Seth Rollins war? Alter! Alter! Willst du der nicht wirklich aufs Maul bekommen hier, der Rollins? Meine Güte, aber er möchte unbedingt zeigen halt, dass er keine Angst vor Joe hat. Deswegen bringt er so welche Aktionen. Und Kann meine Joe Güte. zumindest auch schon mal zu Boden bringen? Ihr kennt doch Seth Rollins, er ist der Architekt. Er hat einen Matchplan dahinter.
Natürlich. Aber ärgert man einen... Da gibt es zum dritten Mal die Schelle. Ärgert man einen Joe, Daniel? Ja, tut man, wenn man so gut ist wie Seth Rollins. Selbstbewusst, vollkommen überzeugt von sich selber, das macht einen wahren Champion aus. Und warum sollte der Joe hier nicht reizen? Ja. Ich meine, Joe ist halt ein hungriger Löwe und dem dann Fleisch vors Gesicht zu halten, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, denn dann wird er nicht nur das Fleisch essen, sondern auch noch gleichzeitig die Hand abbeißen. Ja, da ist die Frage, vielleicht verliert Samoa Joe dadurch auch so ein bisschen die Konzentration, weil er die Wut überhand nimmt. Wer weiß. Ja, oh, das ist ja auch Rollins Matchplan. DQ, Countout. Was eine Schelle. Reicht das? Zur Titelverteidigung. Natürlich. Wobei, ja, nein, wir haben doch nur noch einen Sport. Also mit DQ und Countout ist da nicht viel. Ja, ja, stimmt. Läuft. Oh. Jetzt. Schöner Schlag, schöne Kombination, aber Seth Rollins kann mit diesem Toss. Kann er auch. Von Joe. Wir sind im ewigen Teufelskreis. Ah, ja. Oh, da ist der Man. Oh. Full Nelson Suplex. Also, in the Bridge, aber das nie gleich hinterher. Also bisher hat. Und wie hast du Samoa Joe? Ja. Wieder dieser kleine Shot Richtung Samoa Joe. Oh. Oh, das nie. Ja, wenn er will, kann er auch stiff wirken. Wow. Ja, nochmal das nie hinterher. Das ist ja Strong-Style. Alter. Okay, schlecht. Eskaliert. Oh. Rollins hat Bock! STO gegen das mittlere Turnbuckle. Das klingt richtig als Rollins Fact, der ist 100% confident. Dass hat ein bisschen was von Batistas Einaktion da gerade gehabt gegen Wyatt. Meine Güte, also... Joe schon recht lange unten geblieben. Ja, Rollins ist 100% confident und kann hier wirklich so ein Monster in Zaum gerade halten. Also nicht, er ist Seth fucking Rollins. Diesmal ist es Joe hier mit dem... Backstreet. Aber auch wie eben gerade, auch ein Joe braucht nur wenige Moves, um seine Gegner auseinanderzunehmen. Mit dem Dragon Sleeper. Der ist eine Submission Machine. Submissions kann er natürlich auch. Er choked quasi das Leben aus seinen Gegnern rausgefüllt hier. Ja. Vor allem die Schnelligkeit, die Luft. Rollins ist ein bisschen zu schnell gerade für ihn. Stark, Rollins. Schöner Neckbreaker hier. Coverversuch wieder von Rollins. Muss er sagen, Rollins ist echt on a row. Also, ja, er hat wirklich einen guten Start hin, das Match erwischt. Muss er das aber auch beibehalten für den Rest. Das natürlich. Die gute Anfangsphase hat schon einen schon ganz anderen Wrestling hier heute Abend nicht gereicht. Schönes Standing Moonsault. Sag, Ashley Styles hat auch Nakamura in der Anfangsphase vollkommen dominiert. Hat er verloren. Wir kennen echt so welche Matches, wo es quasi schon offensichtlich scheint. Dominiert zu Beginn. Die einzigen, die es durchgezogen haben bisher so richtig, war die Wild Family. Ja, yeah, das beste Beispiel ist immer Daniel Bryan gegen Rusev. Ja, das war wirklich das extremste Beispiel. Da hat Rusev Daniel Bryan komplett zerstört für 10 Minuten, dann kommt ein High Running Knee und Daniel Bryan gewinnt. Ja. Deswegen, es kann alles passieren. Bryan wins, also. Haben wir eigentlich damals fest mit der ersten Niederlage von Bryan gerechnet. Ja, das war wirklich unglaublich. Deswegen ist Samoa Joe sein Monster und er kann auf jeden Fall mit einer kranken Aktion zurückkommen. Langsam wird er hier auch warm, wie es aussieht. Boah, Alter! Power Slam! Mit seinem ganzen Gewicht hat er dann noch... durch den Ring durch. Ja, also krank. Oh, und Joe. Er wird hier ausgenutzt. Joe ist so schon brutal, aber wenn man ihm noch Waffen legal in die Hand drückt, dann ein Vorschlag. Rollins, schlechte Idee, schlechte Idee. Du musst schnappern! In den Rücken. Auf die Beine! Falscher Fuß, Chef! Architekt! Das ist schlau, das ist schlau! Natürlich! Er will ihm die Geschwindigkeit nehmen! Oh, was? Juditer Konter! Ja. Und schickt Samoa Joe wieder zurück in den Ring hier. Ja. Gibt den Elbow. Nein. Noch den Stuhl mit! Ja, er könnte auf jeden Fall so welche Gegenstände gut gebrauchen. Oh. Ja. Schöner Elbow. Weil ihn natürlich dann auch ein Samoa Joe zur Hilfe nehmen kann, wenn das mal schief gehen sollte. Seth Rollins jetzt mit dem Whip in die gegenüberliegende Ringecke. Oh. Vorarm! Hinterher. Und auch setzt auch gleich nach, ruht sich gar nicht erst auf. Rollins ist fucking on fire. Splash. Kommt jetzt schon der Phoenix Splash? Nein, weil Samoa Joe aufsteht. Du bist rechtzeitig oben. Das zeigt einfach, die normalen Gegner von Rollins würden jetzt liegen bleiben zum Phoenix Splash. Joe steht auf. Joe möchte jetzt wieder eine Waffe rausholen, oder? Nein, ich glaube, Joe möchte ihn einfach haunten.
Joe möchte, dass er fühlt, wie er langsam näher kommt. Vielleicht möchte er auch einen Seth Rollins wie schon ein Billy Gunn durchs Kommentatorenpult schicken. Vielleicht wird es auch nur ein Backbreaker außerhalb des Ringes sein. Vielleicht wird es auch nur ein Backbreaker. Und jetzt kommt Corky, jetzt kommt die Confidence von Joe. Ja, jetzt sieht er, okay, langsam komme ich rein, langsam kriege ich das. Ja. Kombination, Schlagtrittkombination. Außerhalb des Ringes, der World Heavyweight Champion hat Probleme. Einmal nach draußen quasi ein brutaleres Environment. Ohne Probleme gegen einen Joe geht's auch nicht, also da muss er jetzt durch. Ja. Natürlich hier kein Countout. Boah, Alter. Schau, ob er es schafft. Schöner Chimbo-Bande. Ja, jetzt ist es aber Joe, der gegen die Bande muss. Rein damit. Mit voller Kraft hier. Da kommt die Ringtreppe. Rollins merkt. Rollins möchte Joe töten. Er braucht starke Kraft. Voll auf den Rücken. Und auf den Rücken. Ausgeholt auf den Rücken. Und jetzt auf die Beine. Auf die Beine. Oh mein Gott. Aua. Schmerzhaft, das ist schrecklich schmerzhaft. Oh, was ist so was? Joe tut so, als wäre nichts los. Nein. Nein. Um ihn nochmal hochzuheben. Nicht auf die Treppe, Gott sei Dank. Kann man mal machen gegen einen Joe Rollins. Easy win. Er zieht aber jetzt wieder gut für einen Suplex, nein. Prallt aber noch so ein bisschen dran ab. Oh, da steht aber ganz schlecht. Suplex. Die stehen da so ganz schlimm, ey. Oh Gott. Nein. Thank God, Joe. Wir wollen keinen Tod haben. Meine Güte. Aber hier unten liegt der Hammer und der Stuhl. Was ein Kick von Seth Rollins. Wie schnell der Mann ist. Geht auch sofort wieder in den Ring. Rollins. Chill. Phoenix. Phoenix. Seth, was hast du vor? Frog Splash! Alter, beim Frog Splash. Phoenix Splash wäre jetzt mega krank gewesen, aber auch der Frog Splash hier, meine Güte. Aus den Ring. Chill, Seth, chill. Kann glücklich sein, dass es kein Fortscon anywhere ist. Also man kann sagen, Rollins tut wirklich alles, um die World Heavyweight Championship zu behalten. Seth Rollins hat definitiv keine Angst. Das sieht man auch, meine Güte, ey. Ja. Er gibt nicht alles. Joe hat noch nicht den Hebel gefunden, wo er Rollins noch länger halten kann. Definitiv noch nicht. Aber Joe sollte man nicht abschalten, er kann viel einstecken und dann hat er halt seine Aktion. Was kommt jetzt? Jetzt aufs Top. Oder sein German? Nee. Was ist da jetzt vor? Super Backflex. Und Joe dreht sich, überschlägt sich, aber Rollins hat viel gefressen. Kostet natürlich auch einiges an Kraft, den da überhaupt hochzuheben und dann runterzuschmeißen mit diesen Backflex. Wird zu spät sein, aber klar, kostet Kraft. Rechnung ging damit auf. Das Match wird Rollins sicherlich auch gesehen haben. Bestimmt. Möglich ist es, ja. Joe, ein Tier, ein unfassbares Monster. Was hat Joe vor? Lift einen Cutter, oder? Was ist denn ein Cutter hier von Samoa Joe? Wow. Schlägt jetzt den Arm von Rollins auf die Ringmatte. Joes Arsenal auch schier unbegrenzt. Da kann auch mal so Lift einen Cutter out of nowhere kommen. Ja, und wieder der Backsuplex hier. Also kann Seth Rollins momentan wieder ein bisschen im Griff halten und ja, das Nackel ist jetzt. Ja, die Zermürbung hier, meine Güte. Die Zwiebelquetsche. Da muss man einfach nur zuschauen und dann zieht es einem das Gesicht hier. Und Joe ganz in Ruhe. Er sieht runter zu Rollins und lacht einfach nur. Er erkennt, dass er momentan nicht kommt. Der sieht ihn hoch. Er wartet, bis er hochkommt. Er wartet echt, bis er hochkommt. Und was ein Cover! One. 2, 3! What? Diese World Title Matches, man, what the fuck? Was haben die mit dem World Titel gemacht? Wie lecht. LOL. Samoa Joe out of nowhere mit der Bridge! 1-2-3, neuer World Heavyweight Champion! Das hat sogar selbst den Referee überrascht, hat sich so lange Zeit gelassen. Ich dachte, da kommt Rollins locker raus, aber nein.
Seth Rollins dominiert den Großteil des Matches und kann dann diesen einen Roller einfach nicht entgegensetzen. Ja, auch nur ein Monatschampion. Ja, also Seth Rollins macht den Batista. Hallo Batista. Können gemeinsam leiden. Aber Joe ist neuer World Heavyweight Champion. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die beiden gehen später gemeinsam trauern. Echt so? Nur ein Monat hier bei uns und schon World Heavyweight Champion. That escalated quickly. Aber ich denke, er hat seinem Versprechen, das hat er wahr gemacht. Damit stellt er sich in die Linie mit den anderen quasi. Bin direkt neu dabei und hol mir sofort, was ich will. Ja. Wir sehen mal, er wartet noch, bis Rollins hochkommt. Ja, also das ist absolute Demütigung hier. Dann natürlich ist das hier ein höheres Gewicht, was Samoa Joe da auswirkt, aber... Aber halt trotzdem kein Wenn man jetzt aber mal den Abstand dazwischen sieht, wie lange Rollins auf dem Boden lag und wie lange er Zeit hatte aufzustehen... Das ist wirklich ein demütigendes Ende für Rollins. Und dann siehst du den Shinsuke Nakamura, der aus drei Styles Clash auskriegt. Ja. Das ist so kein Finisher, nix, weißt du? Samoa Joe ist World Heavyweight Champion. Rollins dominiert den Großteil des Matches und dann kommt so eine... Pippifax-Aktion, wo man eigentlich denkt, da kommt ein Rollins doch raus. Ja, das war auch echt ein gutes Match, aber das Ende hat es mal wieder so, das nimmt jetzt langsam schon SummerSlam-Charakter. Ja, so ein bisschen. Er ist doch die Architekt, damit muss er doch. Meine World Title Match ist auf jeden Fall SummerSlam-Charakter. Ja. Aber das soll es für heute noch nicht gewesen sein, denn werden wir Samoa Joe hier noch feiern sehen. Was? Ertönt meine Theme, denn ja. Ich habe heute zu verkünden, denn der Abend ist noch nicht vorbei, denn Samoa Joe, ich gratuliere dir wirklich zu deinem World-Title-Gewinn. Seth Rollins war uns ja schon lange ein Dorn im Auge, hat letzten Monat Kevin Owens entthronen können und du hast es jetzt geschafft, nach nur einem Monat eindrucksvoll Seth Rollins zu besiegen. Mein Glückwunsch, aber ich musste sagen, dass dieser Abend noch nicht vorbei ist, denn... Du bist jetzt World Champion, klar, Seth Rollins hat sein Rematch und so, aber es gibt da noch eine Person, mit der du auch schon Bekanntschaft gemacht hast vor 4 Wochen, die auch noch ein Rematch offen hat. Und ja, du hast Kevin Owens ins Krankenhaus verfrachtet, Bernie ist gerade unterwegs, um Kevin Owens zu suchen, aber Kevin Owens ist hier. Kevin Owens ist hier in der Arena und Kevin Owens, ich habe ihm versprochen, er bekommt zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt sein Rematch, wann er es möchte. Und Kevin Owens will sein Rematch. Right here, right now. What? Okay. Out of nowhere! Bernie ist auf der Suche nach Kevin Owens, aber Kevin Owens ist einfach hier. Und fordert jetzt sofort sein Rematch um den World Heavyweight Title. Aber für euch erst im nächsten Part. Wir sehen uns dann in dem nächsten Match. Bis dann! Cliffhanger!